Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen miteinander das Geburtstagslied »Ich wünsch mir einen Regenbogen«. »Ich schenk dir einen Regenbogen« ist von Lara Zintel geschrieben und komponiert. Eine Strophe hat 8 Takte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nach 4 Takten ist eine Pause, das ist der erste Abschnitt, und dann kommt der Rest. Die Akkorde, die dazu gespielt werden, sind in der ersten Zeile D, G, A7 und D-Dur. In der zweiten Zeile D7, E-Moll, A und es endet wieder auf D. Die rechte Hand beginnt mit den Tönen A mit dem vierten Finger. Ich spiele einmal vor. Und zum Mitspielen, der vierte Finger liegt auf A. 4, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 2. Und mit Notennamen A, A, Fis, G, A, A, H, G, Fis. Im dritten Takt liegt der Daumen auf dem E. Ich wechsle, weil es angenehmer ist. 2, 3, 4, 4, 3. 3. Takt 3 und 4. Der Daumen liegt auf dem E. E, E, Fis, G, G, Fis, Fis. Wir spielen Takt 1 bis 4 mit der rechten Hand, der vierte Finger liegt auf A. Und Fis, der achte Fis, Wechsel, wir machen weiter in der zweiten Linie in Takt 5. Ich spiele euch einen Abschnitt einmal vor, Takt 5 und 6. Mit den Fingerzahlen zum Mitspielen und 3, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 1. Takt 5 und 6 mit Notennamen. Der dritte Finger liegt auf Fis. Fis, D, E, Fis, Fis, G, Fis, E, D. In Takt 7 und 8 gehe ich mit dem Mittelfinger drüber auf die schwarze Taste Cis. Ich spiele euch den Schluss vor. 3. Der dritte Finger liegt auf Cis. 3, 3, 4, 5, 5, 4. Mit Notennamen Cis, Cis, D, E, E, D. Und die zweite Linie mit Auftakt. Und prima gemacht. Drück auf Pause und spiele es 3 bis 5 Mal diese Melodie für dich allein durch. Drücke dann auf Weiter und wir lernen die linke Hand dazu. Zuerst schauen wir auf die Buchstaben der Akkorde. In der ersten Zeile sehen wir den D-Akkord, den G-Akkord, den A7 und wieder den D in Grundstellung. Diese 4 Akkorde spielen wir jetzt zuerst. Der D-Akkord, D, Fis, A mit der linken Hand. Der G-Akkord, G, D, H. Der A7, kleiner Finger geht zum Cis, zweiter Finger auf G, Daumen auf A. Und wieder D-Dur, D, Fis, A. Nochmal am Stück die Akkordfolge. D, G,
7, D. In der zweiten Zeile benötigen wir H-Moll, H-D-Fis, E-Moll, G-H-E, ein A-Akkord, A-E-A und zum Schluss wieder D-Fis-A. Nochmal die zweite Zeile, H-Moll, H-D-Fis, G-H-E, A-E-H, nein, A-E-A und D-Fis-A. Ihr spielt jetzt diese Akkorde, ich spiele die Melodie und sage euch die Akkorde. Es beginnt mit D und D-Akkord. G-Akkord, ich sage euch jetzt die Akkorde und spiele dazu die Melodie. Es beginnt mit dem D-Akkord. G, G, A7 und wieder D-Dur. Zweite Zeile. So könnt ihr das Stück spielen. Es hört sich ein bisschen schöner an, wenn ihr die Akkorde nicht aufs Mal, auf die 1 im Takt spielt, sondern wenn ihr sie in dem rhythmischen Muster 1, 2, 3, 4 spielt. Also ein Takt 1, 2, 3, 4 oder G-Dur 1, 2, 3, 4 oder A7 2, 3, 4 und D-Dur. Ich spiele jetzt mit zwei Händen. Ihr könnt wahlweise im Rhythmusmuster oder die Akkorde einfach auf die 1 im Takt mitspielen. Ich spiele das Muster. G-Akkord. A7. A-Moll. E-Moll. Ich sage für heute Happy Playing und Tschüss!